Und wie versprochen geht es direkt an dieser Stelle weiter. Nur eben irgendwie drei Stunden, 4 Stunden später, je nachdem, wann das Video kommt. Das um 11 und das um 13 Uhr, die sind ja doch sehr, sehr nah beieinander. So, wo ist der Panzer? Okay. I can't see the Panzer. I can't see it, dude. Der sterbt doch nicht so viel. Kommt der da gerade angefahren? Ich schätze, ich schulde dir was. Danke, Dave. Komm her. Ein verdammter Albtraum. Ich kann so nicht abtreten, sagt er. Überprüft den anderen Kontrollpunkt, die Straße runter. Der verdammte Truck hat unsere Straßensperre einfach durchbrochen. Mensch, ey. Das ist halt schlimm, sowas, ne? Schlimm. Oha. Oh. Down ist er. Er darf da nicht. Wo ist denn. Achso, wir müssen da hinten hin. Ich nehme. Ich will den Truck haben. Komm her. Eingesichtet! Wow. Ach, ich sag mal. Oh, Andrew, nice. Ich wollte gerade den Ding nehmen, den Raketenwerfer. Aber wenn du Andrew da direkt drauf schießt, aber in der Hand. Steckst du ein? Komm her. Alles klar, Andrew. Es hat sich mal wieder erledigt mit meiner Freude über dein Dasein. Das hab ich dich, Arschloch? Alter. Andrew? Wie nennst du mich gerade? Ich spreche, Boy. Ah! Querfeld ein ist doch am besten. Hoffentlich gehen wir hier nicht unter. Sehr gut. Schauen wir mal, was da hinten los ist, ob der Panzer noch in der Nähe ist. Sieht nicht so aus. Oh shit. Geht mal zur Seite. Was auch passiert, lass dieses Ding nicht durch. Ja, warte, ich muss es noch ein bisschen anders drehen. Wir können es nicht aufhalten. Er fährt ja ultra langsam. Wir stellen mal unsere Autos da bitte hin. Leute, habt ihr noch nie eine Straßensperre gebaut? Was ist das? Was ist das? Was macht ihr hier? Langsam, aber sicher kommt das Ding, Jungs. Ja. Mach den weg, Jungs. Mach den weg. Peng. Oh, it's your boy skinny penis! Wow, Andrew! Okay. Mein Gott, das war bis hierher zu hören. Ah. Unglaublich, dass du das geschafft hast. Deputy, ich... Ach Quatsch, jeder hier schuldet dir mehr, als er je zurückzahlen kann. Die Straßen sind wieder sicher und das verdanken wir dir. Ich weiß schon, dass sich Dutch ganz schön auf Trab hält, aber fühl dich willkommen. Wenn du mal quatschen willst, ich bin für dich da. Pass auf dich auf, Deputy. Ich finde, da ist ein bisschen viel übrig von dem Truck. Irgendwie. Das sollte nicht sein. Und ja, ich nehme jetzt mal so eine dicke Wumme. Ihr wollt ja unbedingt eine. Zack. So, was? Jetzt hast du keine Muni mehr? Auch nicht schlecht. Was ist das? Nee. Nein, ist er nicht. Also muss hier rausgeschnitzt werden. Nee, muss er nicht. Aber du lehnst meine Hilfe ab. Du weigerst dich, ja zu sagen. Und bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Und ich weiß nicht genau, wie viel deine Freundin Hudson ertragen kann. Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht, Deputy. Ach, so an sich ist mir die Hudson ja eigentlich egal, ne, wenn ich ehrlich bin. Monsieur, warte mal kurz, du hast eine Mission für mich. Monsieur, Monsieur, Monsieur. Ich helf dir, Bro! Alter. Oh, okay, ich bin das echt nicht, dieses Rumgewackel, ne? Das Ding schießt. Ich schieße jetzt einfach nur halt den. Pass auf. Okay. Ist das eine Leiche? Nein, okay. Hey, nein, 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 ich will doch mit dir labern. Nein. Komm her. So. Genau. Ich habe gehört, wie einer von den Stricklands meinte, er müsse mit den Leuten am Aussichtsturm über du weißt schon was reden. So wie ich die Stricklands kenne, kann du weißt schon was nur was. Ah. Verpiss dich, brr. Stopp. Ich will du weißt schon was hören. So, was? Oh mein Gott. Ja, scheiß drauf. Da ist noch einer. An was steht der? Ah, der steht einfach unter der Straße. Okay, so. Sind wir jetzt gleich durch? Ah, oh, noch eine. Ah, da ist ja noch eine. So, kann ich jetzt bitte... Was ist hier los, Nana? Ich gebe überhaupt niemanden auf. Ich will eigentlich nur... Ich
Okay. Er liegt rum. Klasse. Wer weiß, wo sie den Tankwagen geparkt hätten. Aber darüber müssen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Weiter so. So, jetzt aber. Ich habe gehört, wie einer von den Stricklands meinte, er müsse mit den Leuten am Aussichtsturm über du weißt schon was reden. So wie ich die Stricklands kenne, kann du weißt schon was nur Waffen bedeuten. Mhm. Na dann. Also die Wumme ist schon leer, das heißt, wir wechseln hier mal wieder um. So. Plündern. Jetzt haben wir halt keinen Charlie drauf, aber das passt. Den Raketenwerfer können wir eigentlich wegpacken. Beziehungsweise es wäre der Hammer, wenn wir jetzt halt noch einen vierten Slot hätten. Ach so, wie viele Punkte haben wir denn? 4. Juhu. Was ist das? Dann kommt der Hund schneller zurück, so kommt der schneller zurück, okay. Schade, dass wir Andrew nicht skillen können. Andrew ist irgendwie der coolste Mitläufer. Aber bei Boomer ist auch ziemlich nice. Naja. Sind da vorne jetzt wieder zwei Feinde? Gerade da, wo wir eben gefistet haben? Das ist ja lächerlich. Oder? Sind wir denn nicht da eben? Da haben wir doch eben genudelt. Bin unterwegs. Aha. Der eine fliegt einfach weg. Hör auf, jemanden zu rufen. Es wird hier nicht alarmiert. Heiliger! Ja. Jetzt gehen wir in den Helikopter und gucken, welche Mission am nächsten ist, die da. Luftangriff. Hört sich sehr nice an. Guck mal da. Was wir hier haben. Andrew, check mal ein. Wir haben noch mehr Spiel und Spaß. Bist du drin? Worauf wartest du? Fahr! Ich habe auf dich gewartet, du Vogel. Worauf wartest du? Fahr. Das ist vielleicht eine. Na, das ist mir aber einer, du. Hier ist ein Prepper-Versteck, voll close. Und da unten scheinbar eine Jägerin oder so. Naja. Da ist Prepper-Versteck. Und da ist das Prepper, das machen wir noch kurz. Oh, 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 oh. So, Fahrzeug verlassen. Was haben wir denn hier? Prepper-Notiz, die Sekte hat im Wasser herumgedoktert. Ich habe mich selbst eingeschlossen, um sie aufzuhalten. Diese Tür kriegen sie von außen niemals auf. Also kann man da 100% durch entweder hoch, also von unten hoch schwimmen. Juff! Oder dagegen treten. Oder durch ein großes Loch im Dach vielleicht irgendwie. Was hat das für eine Verbindung nach unten, dieses Haus? Ich nehme an, man kommt nur von unten rein. Unterwegs! Oh, das ist ein Feind da vorne. Ja, oder? Hallo. It's your boy. Ja. Boah. Runtergekloppt. Was ist denn hier drin? Okay. Oh. Komm, den nehmen wir uns mal. Jetzt bist du tot, Peggy. Genau, kill den mal. Mach dir das mal ganz genüsslich. Ja, das hat unten einen. Hat unten eine Verbindung. Oh no. Hier einen Köpfer reinzumachen, denn das 30 cm Wasser ist natürlich ein guter Plan. Kultisten voraus! Unten bleiben! Oh, unten bleiben! Ich kümmere mich drum. Wir hier sind irgendwie. Crocodiles, dann rasch dich aus. Crocodiles? Boah, was für ein Riesenbärsch. Kurz nochmal Luft holen. Aha, guck mal da hinten. Okay, da könnte man rein. Ich nehme aber an, dass man hier unten auch irgendwie rein kann. Und wenn nicht, wissen wir es jetzt ja. Wir müssen es noch fallen lassen. Und das Fenster. Okay. Ich habe irgendwie fest damit gerechnet, dass man hier rein kann. Aber okay. Haben wir eigentlich keine Lebensanzeige oder so? Das wundert mich ein bisschen. Sie abgebladet, Flugzeug. Ja, rück doch vor. Ich muss jetzt hier. Oh ja. Das Flugzeug knallen wir jetzt ab. Deep Moves. Ich bin im Anflug für den Angriff. Nee. Aber. Nein! Oh, mir geht's übel. Ja. Ja, das ist echt blöd. Der Storm, Dude. Ja, jetzt muss ich ihn echt aufheben da unten. So, steh auf, aber schnell. Bevor der wieder kommt. Hier kommt das heilige Feuer. Da kommt er schon. Achso, etwas too late. Wie kann man da rein? Oh, nicht, dass der Heli abfackelt. Na, sieht gut aus. Ja, wo schießt der jetzt hin? Ah, was war denn das?
War das eine Rakete? Bombe ist raus. Super, die rufen Hilfe. Hey Jungs, hier. Oh, ich wollte schon längst schießen, als die alle beieinander waren. Ich fasse es nicht, dass es nicht ging. Halt, da unten ist noch eine Notiz. Hier los. Sektnotiz, einige Sünder haben die Tür verschlossen. Ich kann sie von dieser Seite nicht aufbrechen. Ich werde ans andere Ufer gehen und versuchen, das Schloss aufzuschießen. Die Chance bei diesem Schuss... Lesen, wer lesen kann, ist echt im Vorteil. Baba. So. Ah! Ich muss hier weg! No! Die Chance, dieses Schloss zu treffen, liegen bei null. Habe ich Schloss getroffen? Hä? Das hat jetzt gereicht, aber die Rakete war nicht in Ordnung. Okay. Die Füße. Oh, da drüben ist er. Komm her. Hör auf. Hör auf, so viel Damage zu fressen und nicht zu sterben. Also. Warum ist es jetzt ultra am Tatütatan hier? Kann man auch wieder. Oh! Ey, ihr seid Schweine, ne? So, eins. Und zwei. Batsch, Ghost Kill. Tschüss. Kann ich denn jetzt zurückrobben irgendwie? Es geht nicht, ne? Okay, passt auf, wir machen jetzt das Unmögliche. Das war eigentlich ein Wingsuit-Versuch. Um da schon rüber zu wingsuiten, aber er ist ordentlich ins Wasser gefallen. Egal, wir holen uns kurz das Prepper verstecken und dann. Ist da jetzt noch ein Heli da oben? Ja, da ist noch ein Heli. Oder hat der unseren Heli geklaut, der Sack? Ich glaube, der hat unseren Heli geklaut. Ist das Andrew nicht da? Dann nehmen wir uns kurz den Ding mit, den Boomer. Auf den habe ich gerade noch meiste Bock gemacht. Der ist super. Da beißt die Handys taunt. Das ist nicht mehr normal. Hallo. Ach, der hat sich echt meinen Heli geklaut, ne? Und ich stecke da oben fest, oder was? Das ist ein Pisser. Zwei Vorteilspunkte erhalten. Hallo. Boomer, du bist irgendwie da unten, gell? Ich hab's genau gesehen. Money, 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 money und Oregano. Oh yeah, und Zeug. Ich glaube, ich wechsel... Na, wohl. Wir sind hier sonst soweit voll. Haben wieder richtig fett Cash am Start. Der ist halt tot, ne? Das ist ein guter Mann gewesen. Ich hab den voll gemacht. Okay. Da der im Heli da oben feststeckt. Warte mal. Batsch. Ah! Schnell, Boomer! Schnell. Bim! Chim-bim, Boomer! Fuchst mich, dass der jetzt mein Heli hat. Da oben steckt er. Fest. Ja, jetzt ballert er noch auf mich drauf, oder was? Ich glaube, es geht los. Ich muss noch eine Markierung auf die Ding machen. Auf die Mission. Das ist ein gescheiter Weg, aber da. Zieh ab! Zieh rein! Ob wir den abschießen können, ohne dass er dann kaputt geht? Weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß, da war jemand, der hätte unsere Hilfe brauchen können, aber ich habe ja nicht jemand sein. Oh shit. Unser Auto geht aber jetzt nicht hoch. Unser Auto ist kaputt. Ich glaube, er ist abgestürzt. Obwohl es nicht so klingt. Doch, er ist abgestürzt. Dort, okay, naja. Jetzt sind wir eh gleich da. Jetzt laufen wir. Go, go. Ihr macht. Oh, was haben wir denn da? Eine Isidor-Schule? St. Isidor-Schule, okay. Hello? Ist hier jemand in Gefahr? Widerstand braucht der Schutzhunde. Ich hab doch einen Schutzhund. Der Bämer. Angeblich wollen ein paar einheimische Pyromanen gegen den Kult kämpfen. Sie sollen draußen bei dem alten Buswrack campen. Ist ganz nah. Uck. Warte mal. Weg die Wumme weg, sonst tut sie noch wem weh. Soll ich dich mal schlagen oder was? Wir fahren den Rest, Boomer. Spreng auf. Also Boomer steigt leider nicht automatisch auf eine Ladefläche. Können wir nichts machen. Aber er ist ja dann eh direkt zu uns geportet. Warte mal kurz. Ah ja, stimmt ja. Oh mein Gott. Ah! Ich wollte gerade sagen, ach ja, wir haben ja bewegliche Ziele und der kommt bestimmt hierher, aber nein. Ich hätte es nämlich gern einfach den Raketenwerfer auf den drauf gerichtet und abgedrückt.
haben wir halt eine leicht kotige Zeit hier. Wenn nicht, dass die Maketen einfach rausschießen können. Aus dem Haus rausschießen können. Haus, was laber ich hier? Aus dem Auto da? Wir haben eine Pistole, okay. Leicht Harry. Aber was ist, wenn ich ein Messer schmeiß? Guter Plan. Kommt doch her. Haha. Jetzt könnt ihr nicht mehr so leicht da rumfahren, ne? Wie ihr kürzt ab. Durch die Pampa. Soweit ich weiß, ist sowas ja gar nicht erlaubt heutzutage. Bitteschön. Deputy, es gibt ein Problem. Offenbar hat die Sekte einen Aufklärungshelikopter in der Luft, der die Stützpunkte des Widerstands ausspioniert. Du musst ihn abschießen, bevor sie zum Angriff übergehen können. Mach ich down, die kleine Bitch. Braucht gleich einen Treppenlift, wenn ich mit dem fertig bin. So, abgezogen hochzählen. Achtung, Jägerin, bitte nicht auf dem Weg rumlaufen. Ich war hier. Oh Gott. Tolle Aussicht da oben, oder? Nick hat mir beim dritten Date das Fliegen beigebracht. Ich hab mich sofort in das Tal verliebt. Wer? Dick? War alles noch einfacher. Oh fuck. Oh nein! Hey, Deputy. Falls du noch ein Flugzeug brauchst, komm einfach zum Flugplatz. Wir haben noch welche im Hangar. Das wäre irgendwie ziemlich nice, weil der ist echt schnell. Oder ist... Ah, das da oben ist er. Okay. Und dann ziehe ich den ab. Das sind so viele. Wir brauchen unbedingt ein Flugzeug. Okay, hallo? Okay, das ist echt schwierig. Aber so ein Profi wie ich, Leute. Das ist ein Bär. Okay, wartet. Los. Das ist nicht mein Batman-Glas. Aber wo ist jetzt der Helikopter-Landeflugzeugplatz hier? Kann ich mich dahin porten? Ja. Baba! Und jetzt wird ausgerascht. So. Jetzt können wir. Wir haben übrigens noch ein Flugzeug. Du weißt ja noch, weißt du das eine, das wir nicht verlieren wollten, weil das unser einziges ist. Wir haben davon noch eins. Mhm. Alles gut. Echt tolle Aussicht da oben, oder? Nee. Nick hat mir beim dritten Date das Fliegen beigebracht. Ich habe mich sofort in das Tal verliebt. Damals war alles noch einfacher. Ja, damals war es halt noch einfacher. Hey, Deputy. Falls du noch ein Flugzeug brauchst, komm einfach zum Flugplatz. Ich bin doch eben eingestiegen. Wir haben noch welche im Hangar von denen und so, du weißt schon. Seltenes Zeug, wirklich selten. Der ist jetzt zuerst dran. Und zwar in 3, 2, 1. Hallo? Ich hab nicht geschaut davon. Oh! Hat er uns jetzt gesehen? Keine Ahnung. Aber jetzt ist erstmal der Knilch dran. Schon down. Alles klar. Das sah fast aus wie am 4. Juli. Ja, ich hab's halt drauf, welcher wie es ist. So. Oh. Bam. Bye, bye. Oh nein, die Sekte hat einen Auserwählten auf dich angesetzt. Das sind die Elite-Truppen von Eden's Gate. Die verstehen keinen Spaß. Sei vorsichtig. Wer schon auch noch keinen Spaß versteht, ich. Hallo? Ich bin irgendwie zu schnell, ich bin ja direkt an dem dran. Okay, passt auf. Oh mein Gott! Nee, ich habe ihn nicht getroffen. Da wäre ich jetzt ausgerastet. Da hätte ich ein Bömmchen getroffen. Das wird der Hammer, ey. Was für eine Aktion! Was, Zucker? Du bist echte Konkurrenz für Nick. Sein Ego wird schneller Luft verlieren als ein Football der Patriots. Ha! Zucker! Zuckerblüm! Wo ist jetzt diese Mission, die hier noch war? Da vorne. Aber ich glaube nicht, dass ich hier... Ah, das ist doch False End, oder? Ah, dann steige mal los, da. Ich komme, Leute. Ich komme. Ich habe nämlich zufällig einen Wungsuit. Volle Pulle runter. Und Fallschirm auf. Easy. Denn du bist mein Huhn. Wie Gott bereits 1870 sagte, denn du bist mein Hörn. Warte kurz. Wow, Boomer. Ich danke dem Herrn jeden Tag, dass er dich und mich zusammengeführt hat. Ich bin froh, dass du noch mehr tun willst. Wir brauchen dich. Wie
du sehen kannst, sorgt John Cedar für das Feindenschrei. Und ehrlich gesagt, wird mir das zu viel. Diese Menschen brauchen mich. Ich trage die Verantwortung für sie. Aber das heißt, dass es immer schwerer für mich wird, Kontakt zum Widerstand zu halten. Falls du die Gelegenheit hast, sieh mal im Osten bei unseren Leuten auf der Wurzenschweinefarm vorbei. Mhm. Ich habe schon ein paar Tage nichts von ihnen gehört. Das macht mir Sorgen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur einen unserer Kämpfer zu verlieren. Ja, aber hast du schon eigentlich meinen Hund gesehen, Boomer? Stell dich mal vor. Na, er ist wieder weggegangen, der Dädel. Schau mal den Erlöse, den Keller da, ha? Schau mal den Erlöse da in den Keller. Oh mein Gott, ich hole einfach den Rocket Launcher raus. Ich will ihn erlösen mit dem Raketenwerfer. 1300 Meter. Wohl eher direkt da. Wo ist es? Oh, heißt das halt weg? Shit, shit. Ah, warte mal, hier können wir uns ja eine richtig dicke Kampfmaschine holen. Papa. Oh, Moment, waren wir da schon drin? Brauchen wir nicht, müssen wir nicht rein, alles gut. So, und zwar holen wir uns jetzt ein Ultra-Auto, versteht sich von selbst. Ich möchte bitte das schnellste Auto der Welt haben. Und zwar diesen Truck. Aber der ist langsam, der ist nicht so schnell. Gut, wir holen uns das rote hier. Das da? Ja. So. Und jetzt will ich mal sehen, wie wir da in einer Sekunde sind. Let's go! Oh fuck, Jesus, was? Boomer, lauf, lauf, Boomer! Oh Gott, ist das schnell! Wie viel fahren wir? 800 Milliarden? Boomer ist fast... Ja, was machst du? Gefangenentransport, habe ich keine Zeit für. Ich muss zufällig mal eben ein paar Leute retten, aber nicht die hier. Oder vielleicht auch. Tschüss! Komm doch her. Okay, die verpissen sich. Hallo! Was ist denn hier los wieder? Der große Transportverein. War das eben schon wieder das Haus am Wasser? Ja, ne? Ach hier, das war schon wieder das Versteck. Okay, if you say so. Oh. Machen wir die Dinge weg hier, die Scheibe. Ah. Moment. Von euch habe ich doch einen Prepper-Versteck schon bekommen. Boomer kommt angerannt. Ultra fast. Oha, guckt euch das an. Krass, wie der rennt. So, hallo? Sollte eigentlich ganz einfach gehen. Runter in die Wellington-Mine, alles einsammeln und wieder raus. Aber dann kam die Sekte und wir waren am Arsch. Okay. Gerade noch entwischt. Okay, shit, dude. Nein, das sind Kollegen. Ich meine, das sind einfach irgendwelche anderen normalen. Doggy steigt ja eh nicht mit ein. Let's go. Also wenn ich geradeaus gucke, dann fährt das Auto auch genauso, wie ich will. Aber sobald ich nach hinten schaue, dann sammelt sich das automatisch in der Spur ein, um mir wahrscheinlich das Schießen zu erleichtern. Was ja auch eine ganz nette Sache ist. Aber irgendwie, naja, ich weiß auch nicht. Gut, das Spiel ist jetzt auch nicht das Realistischste. Und deswegen werde ich mich da auf keinen Fall drüber aufregen. Oh, ich bin so ein Fahrer, ey. Krass. Achtung. So, dann fahren wir einfach mal wieder querfeld ein. Das macht man als Profi so. Oh, shit. Und der Rest wird gesneakt. Dann machen wir jetzt mal eine richtige Sneaky-Beaky-Action. Und zwar mit dem Raketenwerfer. Achso, ja, wir haben ja gar keine Sneaky-Beaky-Sachen mehr. Wir müssten mal noch auf die Pisteln Schalli machen. Das wird dann wenigstens Apples haben. Okay. Wir haben Boomer, okay. Ich frag mich, ob Boomer auch als... Deputy, hier ist Pastor Jerome. Okay. Sei vorsichtig, wenn du zur Schweinefarm der Woodsons kommst. Wenn die Sektenleute dich sehen, töten sie die Geißeln. Oh. Du musst leise angreifen. Oh. Das erhöht ihre Überlebenschancen. Na, super geil. Oh mein Gott. Leute, wir sind genudelt. Wir sind so richtig genudelt. Wir haben keine Sneaky-Waffe. Außer unsere Fists. A fistful of fists. Und der eine ist schwer zu Takedown. Ich weiß gar nicht, ob wir einen großen Takedown machen können. Das habe ich mich schon mal gefragt. Da hat es, glaube ich, funktioniert. Ah, und Boomer markiert alle. Stimmt. Kann ich einen Takedown von oben machen? Ich glaube schon. Oh Gott. Okay, Boomer, was ist, wenn du den da killst? Okay, Boomer. Das war sehr gut. Boomer, was, wenn du das hier aufmachst? Kannst du das...
mein Gott, ob das klappen wird. Nee, bleib mal hier. Sind da noch welche? Im Haus ist einer, den kann... Guck mal, geh mal rein, Bumi. Den kannst du bestimmt holen. Oder? Den kann er sich sicherlich holen. Das sehe ich jetzt auch direkt, wo der Eingang ist. Ruf den Hund zurück. Zündet er gleich den Menschen an? Nee, ne? Okay. Snicky Biggie im Moment vollkommen in Ordnung. Einer ist schon gerettet. Der geht dann auch zu den Waffen, ne? Ich würde gerne den Hund befreien, aber ich kann nicht. Beziehungsweise. Warte mal. Oh nein, der hat den Hund angezündet. Der hat den Hund abgefackelt, ist ja dumm. Boomer, volle Vergeltung. Nice, Boomer, nice. Oh shit, Boomer. Irgendwie bist du gestorben. Aber Boomer, ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. I gotcha, dude. So, letzter. Boomer, ich hab dich gleich auf, jeden Moment. Wieso bist du da? Hallo? Oh Gott. Boah! Ja, wir haben sie alle erwischt. Boomer ist sehr gut gemacht. Ich heb dich direkt mal auf. Hast du echt klasse gemacht, mein Freund. Komm, steh auf. So, und jetzt schön die Geiseln retten. Dann haben wir alles geschafft. So, die Frau noch. Alles geschafft, okay. Schön, dass er dabei geblieben ist, da der Kollege. Und nicht einfach weggerannt ist. Boomer, gut gemacht. Hast du auf jeden Fall gleich Streichleinheiten verdient. Warte mal. Shit, Mann, was ist denn hier los? Boomer. Streichleinheit. Na, es geht nicht. Okay, warte mal, ich geh aufs Dach. Ich habe ja die Snipe. Ich komm nicht aufs Dach. Boah! Ja, keine no grenade for the frags. Pam! Pam! Da ist ein Huhn! So. Da ist noch einer. I want your Pumpkin. Give me the Pumpkin. I want your weapons, your shoes and your mutter secret. I want your bicycletta. Ausgezeichnet, Deputy. Genau solche Aktionen befeuern den Widerstand. Ja. Dank dir erstarken diese Leute. Es ist wie bei David und Goliath. Du inspirierst die Leute zur Courage. Oh. Mach weiter so. Aber der eine Hund ist gestorben. Es war nicht perfekt. Schließ mich ein, Bro. Okay, nice. Dann ist das ja auch geschafft. Die nächste Mission ist direkt da hinten. Da rennen wir gleich mal hin. Schritt, um das Wort des Vaters im Herzen zu akzeptieren. Oh. Unsere Sünden, endlich offengelegt, können nun entfernt werden. Befreien wir unsere Seelen und Herzen. Der Schmerz der Entsühnung ist immer relativ zur Schwere der Sünde. Okay. Und dank dir, Deputy, wiegen die Sünden des Widerstands wirklich schwer. Ihr werdet büßen für die Taten des Deputies. Ihr werdet alle das Wort des Vaters in eurem Herz annehmen. Ihr werdet alle Ja sagen. Das hört sich nicht gut an. Hört sich nicht gut an. Aber immerhin wurden wir nicht gezeichnet. Die Herde vom Bösen bewahrt. Und oh. Nun schlagen wir zurück mit der Stärke der göttlichen Faust. Oh. Menschen aller Schichten haben sich dem Widerstand angeschlossen und wollen der Ungerechtigkeit ein Ende setzen. Und mit dir haben sie ihren Hirten gefunden. Ist jetzt alles fertig? Okay. Yay! Achso, das war der Pastor. Die war so bescheuert. So, was haben wir denn hier? Schatz, ich bin's. Bist du bei den Kindern? Hör zu. Ich habe gerade John Seed wegen unserer Farm getroffen. Ich habe ihm gesagt, wir hätten das besprochen und dass das zwar großzügig ist, aber wir trotzdem ablehnen werden. Und ich weiß nicht, ob da lief's schief. Er meinte, wir würden alle gezeichnet werden. Dann sagte er, er würde pusten und pusten, bis unser Haus weg ist. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren ist. So als ob man einen Schalter umgelegt hat. Ich weiß nur, dass es mir eiskalt den Rücken runterlief. Wir sollten mit Pastor Jerome sprechen. Er hatte auch schon Ärger mit den Seeds. Ich bin gleich zu Hause. Oh oh, wurden die alle gekillt? Ich meine, die Tür ist schon mal eingetreten. Das war nicht wir. Wir haben noch diesen Brief zu lesen. Wartet mal.
So, ein Abschiedsbrief. Oh oh, wenn ihr das lest, sind wir bereits weg. Woodsons Schweinefarm ist offiziell geschlossen. Das ist eine Entscheidung, die wir zutiefst bedauern, aber ehrlich gesagt lassen uns John Seeds vordringen auf unser Land und seine Drohung keine andere Wahl. Seit Generationen haben wir den Menschen dieses großartigen Countys stolz gedient und wir möchten auch euch für die Unterstützung danken, die ihr unserem Geschäft über all die Jahre hinweg habt zukommen lassen. Doch unterm Strich geht die Sicherheit unserer Familie einfach vorher, habt ihr recht. Okay, gut. Dann geht es nächstes Mal genau an dieser Stelle weiter. Macht's gut.